Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir Edo Wirkasch. Also meine Geschichte ist die Geschichte, wie bin ich nach Deutschland gekommen und wie bin ich nach Germering gekommen. Bisschen ungewöhnlich, ich bin nach Deutschland gekommen, einen Urlaub zu machen. Und der Urlaub hat sich weiter verzogen und ich bin bis heute noch da. Das war 1991. Ich habe in meine neue Wohnung eingezogen und ich wollte für meine neue Wohnung die Sache kaufen, habe ich ein paar tausend D-Mark damals mitgenommen. Mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern bin ich nach München gekommen. Meine Frau ist eine Münchnerin und sie ist hier geboren und sie hat hier ein Oma und Opa haben die ein Haus gehabt und die haben uns eingeladen, hier zu kommen und wir wollten einfach shoppen gehen. Leider in Kroatien in der Zeit hat schon angefangen Unruhe und Kämpfe und so. Und wir haben dann in dem Zeitpunkt so glücklich durchgekommen, war kein Problem und so. Aber nach zwei Wochen, mein Vater hat angerufen und hat gesagt, ja, bleib noch ein bisschen oben. Die Kämpfe haben da unten angefangen, auf dem Weg, wo ich nach Hause musste, haben die angefangen zu kämpfen. Und dann habe ich entschieden, noch eine Woche zu bleiben. Damals, ich habe einen super Job gehabt. Ich war Geschäftsführer am Sportzentrum in meiner Heimatstadt Makarska. Und ich habe angerufen, mein Direktor hat gesagt, okay, es ist schwer, die Leute fangen an, sich freiwillig für Armee zu melden. Und er hat gesagt, ich kriege normalerweise noch eine Woche Urlaub von ihm. Nach einer Woche war nicht besser, eher so schlechter. Die Situation hat sich noch verschlechtert. Ich habe natürlich mein ganzes Geld ausgegeben. Wir haben alles für Wohnung gekauft. Und ich wollte unbedingt zurück, aber das war zu gefährlich mit zwei kleinen Kindern. Meine jüngere Kind war 4 Monate alt und meine ältere 3,5 Jahre. Und da war es viel zu gefährlich, zurückzufahren. Musste ich einfach an viele Sachen denken und so. Und meine Entscheidung war dann in dem Moment, an Sicherheit von meinen Kindern zu denken. Und so bin ich einfach erstes Mal in Deutschland geblieben. Zum Glück hatten wir eine Wohnung gehabt. Oma und Opa von meiner Frau haben uns ermöglicht, einfach da zu bleiben. Wir haben auch was zu essen gehabt, aber wir haben kein Geld mehr gehabt. Und in dem Moment, meine Entscheidung war, ich muss einen Job suchen. Dafür war einfach schwer, einen Job zu finden, ohne Deutsch zu kennen. Also ich habe mit den Leuten in dem Moment Englisch gesprochen und war auch schwer, was zu finden. Die Familie Hertel, also Familie von meiner Frau, hat sich dann engagiert und wir haben dann gefunden, eine Stelle, in Bräukeller Heidhausen. Ich habe dann am ersten Tag meine Probleme mit Deutsch gehabt. Meine Frau hat mir geholfen, hat mir auch viele Sätze aufgeschrieben. Das habe ich einige Dinge auswendig gelernt und so habe ich in Deutschland angefangen. Da habe ich durchgehalten, 10 Monate lang habe ich wie Kellner in Bräukeller gearbeitet und ich war immer unzufrieden. Ich wollte meinen Job machen. Ich bin ein Sportlehrer. Und dafür, nach 10 Monaten, traf ich die Entscheidung, wieder zurückzugehen nach Kroatien. Es war auch immer noch Krieg unten und ich bin runtergegangen, um zu sehen, was möglich ist, in die Zukunft zu machen. Sofort, wenn ich unten ankam, haben die mich angezogen. Ich war über Dubrovnik an einem Berg, habe ich auf die Grenze aufgepasst, zusammen mit noch mehreren tausenden Leuten. Und ich habe den Sinn von dem Krieg nicht gesehen. Also da habe ich so für mich selber einen ganz wichtigen Punkt erreicht. Ich habe gesagt, ich will von hier weg. Und dann haben wir
entschlossen, Antrag für den deutschen Pass zu stellen. Haben wir das gemacht und kurz danach, meine Frau hat den deutschen Pass bekommen und wir haben dann entschlossen, nach Deutschland zu gehen. Wir haben mit Oma und Opa gesprochen und die haben dann für uns von 2-3 Zimmer haben eine Wohnung gemacht und uns eingenommen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich versucht, nur in meinem Beruf zu arbeiten hier. Ich wollte etwas in Sport aufbauen. Zum Glück hat mir auch gelungen, erster Kontakt über eine Anzeige in die Zeitung. Ich habe mich beworben wie Basketballtrainer. Die beste und schnellste Mannschaft damals war SV Germering. Die haben mir angeboten, in Basketballabteilung zu arbeiten und noch dazu beim FTG Germering eine kleine Möglichkeit, Tennisunterricht zu geben. Natürlich war ich froh und ich habe angenommen die Angebot und 2-3 Tage später habe ich schon angefangen in Germering zu arbeiten, beim SV Germering. Eine Woche später war schon ein Turnier in Mammendorf. Da war wieder die Geschichte mit meiner deutschen Sprache. Ich habe viele, viele Worte einfach falsch ausgesprochen. Und die Leute haben zusammen mit mir gelacht. Einige haben mich einfach korrigiert und da bin ich noch froh. Da habe ich die Sache so angenommen und lustig angenommen, haben wir zusammen gelacht über diese Sätze, was ich habe damals halb auf Englisch, halb auf Deutsch gesprochen. Kurz danach gehe ich zum TC Unitas. Da habe ich angefangen, wie Trainer von Herrenmannschaft zu arbeiten. Und nach 10 Jahren haben wir uns getrennt und bin ich beim Kreuzinger Forst gelandet. TC Kreuzinger Forst bin ich heute noch. Und ich arbeite mit vielen Kindern da und mit vielen Mannschaften. Obwohl, kleine Verbindungen habe ich noch mit FTG, Tennisanlage, Germering und TC Unitas, wo ich betreue noch eine Mannschaft bei denen auch. Zurzeit bin ich auch von Germeringer Basketball teilweise weg, weil ich immer noch in Germering spiele für eine alte Herrenmannschaft. Und wir sind in unserem Alter immer noch sehr erfolgreich und ich mache das gerne. Also ich lebe in Germering und ich bin gerne ein Germeringer.